Hallöchen, Freunde, und willkommen zur zweiten Folge von Kingdom New Lands. Und ich habe mir gedacht, ich bringe heute mal zwei Folgen direkt raus. Warum nicht direkt mal so zum Start? Ich glaube, da habt ihr auch nichts dagegen. Ich finde es immer noch charmant. So, wir brauchen Münzen. Wir brauchen jede Menge Münzen. Ich hoffe, dass unser Händler bald wieder zurückkommt. Weil das ist momentan eigentlich so unsere einzige Einnahmequelle. Wobei ich glaube, wenn wir das hier jetzt auch noch machen, warte mal. Moment. Ah, Mist. Eine Münze fehlt uns dafür. Jetzt nicht mehr, oder? Ne, immer noch nicht. Wo ist er? Da ist er. Lass die Münzen droppen, Kollege. Ich zeig dir doch schon, wie es geht. Naja. Oh mein Gott, da kommen sie wieder. Ich glaube, das ist nicht so gut. Lol, die kommen einfach, machen meine Sachen kaputt. Ja, wohl ein Scherz. Naja. Gut. Wir holen uns mal hier so einen Typen mit Sense. Und was macht der jetzt? Das würde mich mal interessieren. Was macht der jetzt? Kann ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, Gras markieren? So was, ich markiere mal hier ein paar Bäume. Weiß nicht, was passiert, wenn ich die markiere. Die werden jetzt halt wahrscheinlich gefällt. Aber was passiert dann damit? Zu gerne diese Brücke ausbauen, aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. So, geh du mal wieder auf Tour. Ah, Mist, kann ich mir gerade nicht leisten, okay. Dann bilden wir vielleicht noch einen aus, der sich einen Hammer holt. Vielleicht noch einen, der sich einen Bogen holt. Und jetzt habe ich keine Münzen mehr. Aber Geld ist hoffentlich sinnvoll investiert. So, die Bäume haben sie gefällt. Dafür kriege ich eine Münze. Noch eine Münze. Dankeschön. Noch eine. Und so können wir wohl unser Reich dann vergrößern nach und nach. Wie viel kostet das? Kann ich mir das leisten? Nee, ne? Nee. Kann ich ihn hier noch so bauen? Das hier kann ich jetzt aber vergrößern, ne? Nein, immer noch nicht. Hier könnte ich irgendwas hinsetzen. Was kann ich hier mit bauen? Wieder so ein Turm, ne? So richtig gut sind meine Jäger aber auch nicht. Ziemliche Gurken sogar. Er haut mit einem Hammer auf den Baum und hofft, dass er ihn fällen kann. Okay, es geht sogar. Ah. Und obwohl da nur eine Mütze aus dem Baum rauskommt, kriege ich zwei von ihm. Okay. Aber dann fälle ich, glaube ich, doch einfach noch ein paar Bäume. Wenn ich dadurch relativ einfach an Münzen komme. Los, hack, hack los, Kollege. Jupp, das bringt Geld. Da ist auch noch eine. Hier haben wir jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum ist der jetzt gestorben? Das ist nicht gut. Los, Kollegen. Schnell rein. Die gute Stube. Oder verwandeln die sich jetzt in Zombies oder sowas? Das fände ich natürlich nicht so prickelnd.
Na gut, jetzt haben wir aber erstmal vorgezogenen Wachposten. Wirklich Geld haben wir gerade nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich mal von dem hier wieder was bekomme. Sauber. So, das kriege ich immer am Ende vom Tag. So. Schön Palast bauen. Und was ist das jetzt für ein Kerl, der da gerade rausmarschiert kommt? Mein Lehnsherr. Ah, das hier ist neu. Was ist denn das? Ach nee, was mir gerade noch einfällt. Das habe ich letzte Folge ja schon bekommen. Dieses komische Stückchen Pergament. Das ist wohl eine Karte. Und hier ist ja das Schiff, das wir in der ersten Folge auch gesehen haben. Aber das ist ja momentan noch viel zu teuer. So, die kommen jetzt hier an wie so Bettler. Aber gut, was willst du machen? Anscheinend kann ich das auch nicht größer ausbauen, das Teil. So. Nee, das ist zu teuer. Kann das hier weggemacht werden? Nee. Ich frage mich, für was der Typ mit der Sense ist. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Kann ich mir das irgendwo erklären lassen? Nicht wirklich. Naja. Wo ist mein Händler? Habe ich den schon auf den Weg geschickt wieder? Ich glaube nicht. Ich nehme jetzt mal mein Geld und investiere das nochmal in einen Baum. Oh, Moment. Da hat doch gerade jemand was fallen lassen. Ich hab's doch gehört. Hä, warum kriege ich denn jetzt von dem auf einmal total viel Geld? Der hat doch irgendwas gemacht. Ich weiß nur noch nicht was. Hat der Rasen gemäht? Ich kaufe mir mal noch so einen ein. Allerdings gibt's hier niemanden mehr, der eine Sense in die Hand nehmen könnte. Die sind nämlich alle schon vergeben. So, es regnet zwar gerade, aber ich reite jetzt trotzdem mal in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das Wetter mir was Böses kann. Aber ich will gucken, was noch weiter links ist, weil das letzte Mal sind wir nicht komplett nach links gelatscht. Oh mein Gott! Da kommt eine Riesenmeute von den Viechern. Es wird also von Tag zu Tag viel schwerer. Um Gottes Willen, die springen schon los. Wenn... Okay, da ist die erste Verteidigungslinie. Kann ich den irgendwie abziehen, den Kollegen? Weil ich bin mir nicht so sicher, ob das was bringt, wenn der da steht. Oh mein Gott. Fuck, 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 fuck. Mein Diadem, mein Diadem. Oh, Gott sei Dank. Gut. Die haben es überlebt. Alter Falter. Das hat mich jetzt gerade schon ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall nach links. Kam mir jetzt noch nicht so vor, als hätten die auch von rechts schon mal angegriffen. So, Tag ist vorbei. Achso, immer quasi nach dem Angriff ist der Tag vorbei, verstanden, okay. Hüstel, Hüstel. Bin mal gespannt, was hier hinten noch so kommt. Hier ist der komische Schrein, den wir umgebaut haben.
glaube, hier war ich dann umgedreht an dem Schild. Da ist noch eine Kiste. Perfekt. Jede Menge Kohle. Oh, endlich. Arbeitet für mich. Hoffe mal, dass die das auch schaffen, bis zu mir zurückzukommen. Okay, und ich schätze mal, dass hier die bösen Leute rauskommen. Ja. Ja, ja, ja. Nope, da gehe ich nicht hin. Leute, ihr solltet euch beeilen, weil gleich wird's ungemütlich hier. Rennt. So, hat man kurzes Schlückchen getrunken. Oh mein Gott, da kommen sie schon. Oh, es geht los. Die klauen mir die Münzen. Aber gut, ich glaube, damit habe ich sogar meine Leute hier gerettet, ne? Lauf mal bitte ein bisschen schneller, Kollege. Weil... die Viecher verstehen keinen Spaß. Aber dadurch habe ich die, glaube ich, wirklich gerettet. Ich glaube, das Vieh wäre sonst gelaufen, hätte die abgeschlachtet. Und ich brauche dringend neue Bewohner. So, wann sind wir denn endlich da? Das Ding ist noch nicht wieder aufgebaut worden. So, was ist denn das hier eigentlich? Ich muss das hier mal ausbauen, glaube ich. Zeig mal, was passiert, wenn du das baust. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein fettes Katapult. Hier, die Palisade kann noch mal jemand bauen. Wo fährt denn das jetzt hin? Wäre für mich die Frage. Dreht es jetzt sich gleich um, damit es nach außen schießt? Oh, der Mond geht auf. Kann ich mitbekommen. Okay, der eine Kerl hat sich gerade auf jeden Fall einen Bogen besorgt. Das ist gut. Wo zur Hölle ist unser fucking Händler? Wo ist der hin? Ah, hier sind die armen Schlucker. Ah, okay. Also, wenn Leute irgendwie von den Viechern, von den bösen Viechern kaputt gemacht werden, dann gehen die zu diesen... ja, wie nennt man das? Lagern zurück. So, hier haben wir zwei Mann stehen. Der kart das Teil immer noch irgendwo hin. Da haben wir einen Mann stehen. Da haben wir zwei Mann stehen, okay. Ich glaube, wir brauchen noch jemanden mit dem Hammer. Ich glaube, wir haben gerade keine Bauarbeiter übrig. So, der hat sich das Ding geholt. Ich frage mich, wo die damit hinwollen. Gehen wir jetzt auf jeden Fall mal die zwei Kerle da vorne holen. So, viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Er arbeitet jetzt auch für mich. So. Und ich glaube, wenn ich das Teil hier auch ausbaue, wird dieser Haufen hier auch größer. Guck mal, der macht irgendwas damit mit dem Haufen. Jupp. Na, kann ich mir aber noch nicht leisten, okay. Dadurch kriege ich aber ordentlich was in Kohle. Vielleicht soll ich mir da noch einen kaufen, wobei, das sind wieder vier. Ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal einen Handwerker. Der mir Krempel baut.
Weil sonst ist die Palisade ja immer noch nicht repariert. Einer von denen sollte jetzt, glaube ich, eigentlich mal gerannt kommen. So, das Ding hat er jetzt wohl hier abgestellt. Scheint so, ja. Der holt sich jetzt den Hammer. Läuft weiter und baut das hoffentlich zu Ende. Dann bauen wir hier nämlich gleich mal vielleicht noch was Fettes hin. Wobei, Alter, wie viele Münzen hat er dabei? Dann könnten wir das hier eigentlich auch mal ausbauen. Dann kriegen wir nochmal so einen Haufen. Und noch eine Mauer. Und noch einen ordentlichen Wachturm. Ja, ja, komm, hier, meins. So, das können wir auch nochmal ausbauen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, wenn das jetzt fertig gebaut ist. Weil der Kerl hat erstmal da genug zu tun. Naja. Die rennen jetzt alle schnell weg, deswegen gehe ich mal davon aus, dass gleich die bösen Buben wiederkommen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Morgen geht's dann wirklich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüssi.